Hallo Leute und seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Noob. Wir sind immer noch auf der Suche nach einer Kuh. In der endlichen Hoffnung, endlich mal eine zu finden. Wobei ich glaube, dass die halt alle ziemlich weggefarmt sind hier in der Umgebung. Im Schneebiom sollte ich vielleicht jetzt nicht schauen. Ich weiß gar nicht, ob die da natürlich spawnen können. Kann ja echt nicht sein, dass ich keine Kuh finde und jetzt in Ewigkeit hier rumfliege. Das regt mich gerade schon ein dezentes bisschen auf. Jetzt bin ich wieder bei meiner Query. Bin ich hier gerade irgendwie ein bisschen. Da hinten war ein Tod von mir. Es kann ja nicht sein, dass ich keine einzige Kuh finde. Das gibt's nicht. Im Notfall muss ich einfach kurz zu Vendetta. Wenn kein anderer Weg vorbeiführt. Wenn die halt eine Kuh farmen, ich weiß gar nicht, ob die halt an ist und so, deswegen wollte ich auf natürliche Weise eine finden. Ja, Slimes brauche ich gerade nicht. Mein Jetpack wird auch langsam ein bisschen leerer. Komm schon, einfach keine einzige Kuh, die hier irgendwo ist. Da! Da ist ich eine Kuh. Ist jetzt echt eine einzelne. Zack, tschüss. Als ob jetzt hier eine Kuh ist. Als da hinten ist noch eine. Okay, mache ich mir hier einfach ganz kurz einen Waypoint. So. Dann weiß ich nachher, wo die Kuh zu finden ist. Ich gehe jetzt ganz kurz nach Hause, platziere die da und dann gehe ich wieder los. Aber so wenig Kühe, das gibt's echt nicht. Wollte auch direkt Weizen von Merli einmal. Kann ich eigentlich mit einem Breeder auch machen. Dann mache ich mir demnächst mal einen Breeder. So, dann sind wir da hinten. Auch gleich wieder zu Hause. Berries. Okay. Was kommen die nochmal? Keine Ahnung. I really don't have Ahnung. So. Dann brauchen wir Fences. Einfach ganz normale. So. Dürfte er für den Anfang mal reichen. Und das platziere ich dann einfach mal hier oben. So, dann. Oh. Hier ist ja das Teil. Naja, passt auch so. Dann haben wir Kuh Nummer 1. Und dann fliegen wir mal wieder zurück. Holen uns Kuh Nummer 2 und dann haben wir das auch endlich erledigt. Mein Chatpack ist so fast leer. Das hätte ich vielleicht kurz aufladen sollen. Ich hoffe mal, dass das alles noch ausreicht. Er wird auf jeden Fall ziemlich knapp. Ist auch eine Folge, die ihr nach dem Livestream sehen werdet, aber die ich leider davor aufnehmen muss, aus zeitlichen Gründen, so wie jede Woche eigentlich. Ich hoffe, ihr habt da für Verständnis, aber ich denke, da geht schon alles in Ordnung. Weil sonst hättet ihr heute wahrscheinlich gar keine Folge, Nuke. Beziehungsweise gestern keine gesehen oder was? Nee, heute. Und das sollen wir verhindern. Das mal ich. Ob ihr das auch wollt, weiß ich nicht. Okay, ich sollte damit aufhören. Also, liebe Kuh. Wo treibst du dich gerade rum?
Jetzt zeigt mir nicht, dass die gespawnt ist. Das fertige Leder. Was? Kein Leder getroppt. Eine Frechheit. Jetzt zeigt nicht, dass hier wirklich die Kuh gespawnt ist. Och nein. Mann, das ist mal wieder mein Glück. Naja, dann hole ich mir ganz kurz bei Vendetta eine Kuh ab, wenn da alles läuft. Sonst schmeiß ich es kurz an. Und da hört ihr vielleicht gerade mein Handy vibrieren. Sehr geil, oder? Professionelle Aufnahmen. Kennt man mich. Es fängt jetzt gerade schon ein bisschen an, mich dezent aufzuregen. Chatpick hat noch 2% Fuel. So, jetzt sind wir bei Vendetta. Hoffen wir mal einfach, dass sie es angeschlossen hat. So, ja. Und das ist alles aus. Mann! Das gibt's doch nicht. Als ob. Hat hier irgendjemand eine Kuhfarm? Hier, mein Jetpack ist leer. Naja, muss ich im Livestream noch einen neuen suchen. Und dann schlafen wir einfach mal direkt. Habe ich mal wieder 7 Minuten der Folge verbraucht. So, dann ist der nächste Morgen. Und hier geht's sehr gut, danke. Es regt mich jetzt gerade schon wieder auf, dass ich einfach überhaupt kein Glück haben kann. Aber ich glaube, Leder kann man auch irgendwie herstellen. Oder geht das? Nur durch im Leder, okay. Mann! Kann ja einfach nicht sein. Okay, dann tschüss, dann kann ich euch doch wieder nicht verwenden. Genau, mein Chatpack ist leer. Das wollte ich machen. Dieses Aufladen. Jetzt war ich so richtig unproduktiv. Ich habe eine Kuh, aber es hilft mir nicht weiter. Was kann ich diese Folge dann noch machen? So, das Chatpack dürfte jetzt auch. Ja, okay, dauert noch ein bisschen. Dann mache ich einfach mal Arguments. Damit kann man Maschinen beschleunigen. Arguments. So, nicht zu leer werden lassen. Was für Arguments waren es nochmal? Usage. Ja, die Speed Documents. Ja, die dürften es gewesen sein. Mach ich mir mal eins. Oder Feedback? Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere einfach mal das hier aus. Ich meine, ich habe ja die Rohstoffe dafür.
So. Kannst du jetzt da rein? Nein. Okay, da habe ich mir ein falsches gemacht. Nicht schlimm. War jetzt ja nicht so teuer. Kann ich damit leben. Was mache ich dann? Ich bin gerade so richtig verwirrt, weil es einfach schon wieder das nicht geklappt hat, was ich wollte. Dann mache ich mir jetzt eine eigene Kuhfarm. Ja, das mache ich mir. Also brauche ich jetzt einmal einen Autospawner. Das müsste der hier sein, genau. Eigentlich alles herstellbar. Mir fehlt ein Slimeball, okay. Habe ich noch Blaze? So. Ein Magma Cream. Ein Machine Frame. So. Einmal das hier, habe ich jetzt alles. Ne, das rechts und links oben fehlt mir. Okay, Plastic Sheets. Habe ich noch Rubber, ja. Es hat mir jetzt echt meinen gesamten Plan durcheinander geworfen. Naja, dann mache ich das mal. Jetzt dürft ihr wieder neues hiervon haben, genau. Hier rein bitte. Hiervon brauche ich in der Summe 8 Stück. Oder, ne, man kriegt mehr raus, okay, dann passt's. So, dann haben wir einen Autospawner. Dann brauchen wir bestimmte Kabel, die hatte ich mir auch schon aufgeschrieben irgendwo hier. Hier müsste stehen. Ja. Oh, mal sehen, ob ich meine eigene Schrift noch lesen kann. Denn da habe ich schnell schreiben müssen. Ja, da sind sie. Genau. Ich muss sogar machen, ich brauche noch mehr Fuse Quarz. Wie mache ich das nochmal? Genau, so. So, dann kommt das hier mal wieder rein. Dann brauche ich wieder mein Safari-Net, reusable. Nehme hier meine eine Kuh, die wir zum Glück gefunden haben. Tun wir mal wieder weg. So. Mache ich mir noch ein paar. Das dürfte auf jeden Fall mal reichen. Dann Energy Conduits. Da brauche ich noch ein paar. Enchant. Da mache ich Energy Conduit. So. Nochmal 16 Stück. Nehmen wir das hier raus, tun uns wieder hier in den Ofen rein. Hier oben ist noch ein Stack, okay. Dürfte auf jeden Fall mal passen, dann gehen wir nach unten. Denn der Autospawner kommt dann hier unten rein. Verbunden mit dem Grinder. In, out, for always active. Warum kann ich das hier dran nicht verbinden? Okay. Das sind hier nur die Anschlüsse. Brauche ich dann noch andere Fluid Conduits? Fluid. Ah, wahrscheinlich sind es dann die hier. Okay. Da habe ich ein bisschen Fehler gebaut. Was jetzt aber auch nicht so tragisch ist. Ich hoffe mal, das richtig ist. Also, das habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist jetzt eher ein bisschen spontan. Jetzt brauche ich das hier.
Quiet, da unten ist es dann okay. Dann brauche ich mein Chisel und Glas. Und dann wird der Chisel zur Hand genommen, ist da rein, dann ist es hier unten. Zack, okay. 8 Stück reichen hoffentlich mal am Anfang. So. Will das einfach nicht funktionieren, oder? Okay, dann platziere ich einfach mal den Autospawner. Kann ich den gut platzieren? Vielleicht hier und dann so. Muss ich ganz kurz den Hopper. Ne, komme ich nicht mehr hoch. Wie geht das? Weiß ich noch, ob ich es auf vorne dran platzieren kann. Ja. Okay, natürlich einfach das hier direkt daran platzieren. Also hier ist es always active in out. Ne, extract eigentlich. Extract und hier ist es insert und das ist genau die Essenz von dem hier. Okay, und das muss dann auch mit dem verbunden werden oder wie war das? Ich das jetzt hier rein. Nee, ich muss ganz kurz schauen, wie es geht. Vendetta hat das ja alles gebaut. Muss ich schon wieder zu ihr fliegen. Ich hoffe, das ist hier alles in Ordnung. Ich schreibe es auf jeden Fall nachher mal an. Ja, eigentlich das Einzige, warum ich sie anschreiben muss, ist eigentlich wegen dem Soulbinder. Ob sie mir vielleicht ausleihen kann. Hier runter. Wie hat sie das hier gemacht? Hier die Fluid Conduits. Den damit verbunden und hier oben einfach gar nicht. Ah, so geht das. Warum konnte sie die Teile verbinden? Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Ich denke dann mal ja. Ist immer blöd, wenn man blind in eine Sache reingeht, von der man nicht wirklich Ahnung hat, aber... Das ist jetzt auch eher eine Notlösung, weil ich eigentlich was anderes geplant hatte. Aber es ist gut, wenn wir das dann auch haben. Nämlich, was ich herausgefunden habe, das muss gar nicht mit dem oberen verbunden sein, weil das spawnt dann automatisch. Und der obere ist dafür da, dass man dafür den Mob-Essence kriegt. Damit das Teil, das Autospawn wieder geht. Naja. So, zack. Und jetzt dürfte der eine Kuh spawnen. Wenn alles klappt, so wie ich denke. Und? Ja, hat eine Kuh gespawnt. Perfekt. Ah, ich brauche überhaupt keinen Vakuumhopper. Okay. Jo. Funktioniert dann auf jeden Fall mal. Das freut mich auf jeden Fall zu hören, das kann man mit allem machen. Und dann haben wir Leder. Nice. Geht es auch. Hier neue Level. Direkt storen. Ich hier mal wieder ein bisschen Brennstoff rein. So. Das ist noch hoffentlich alles funktioniert. Dann brauche ich einmal die. Die Pages.
Und wenn wir es hier angehen, so und so, dann haben wir Hunting Books. Genau, davon brauche ich 3 Stück in der Summe. Okay, das spawnt schneller wie es sollte. Aber es freut mich auf jeden Fall. Ja, es funktioniert. Funktioniert auf jeden Fall. Es freut mich jetzt gerade so richtig. Wie stich. Und dann brauche ich die Bookstands. Nicht die Bookstands weg. Das ganze Zeug hier weg. Dann brauche ich eine Menge Kabel. Muss ich unbedingt noch kurz diese Folge fertig machen. Dann brauche ich ein Unlink-Book nach Hause. Warum geht es nicht? Wahrscheinlich muss es halt in einem sein. Ja, genau. Das ist nach Hause. Dann gehe ich ganz kurz in den Nether, mache da sozusagen eine Zwischenbase. Fest umgestorben. Ah, Nekroman. Knight. Okay. Auf jeden Fall stark. Dann gehe ich direkt mein Nether. Da komme ich auch immer problemlos da rein. Da platziere ich nicht so weit entfernt. Hier, so in der Wand. Nicht das abbauen. So, eine kleine Base, wenn man so nennen kann. So, komplett geschlossen. So, hier mache ich dann das zweite Book hin. Also einmal kommt hier ein Bookstand hin. Ah, das wollte ich so nicht. Den eigentlich auch nicht. 1, 2, 3. Hier ganz auf der Seite geht es nach Hause immer. Und das hier muss ich dann zu Hause platziert haben. Warum hat es jetzt gerade hier nicht funktioniert? Ich kann man doch normalerweise Rechtsklick drauf machen. Ich verstehe es gerade nicht. Aber man darf nicht sneaken dabei. Okay, dann kommen wir wieder in die Overworld. Okay, dann brauche ich mal einen Bookstand. Meine Bookstand, das heißt Sticks. Was? Einfach nur so? Nein, natürlich nicht. Ah, so geht's okay. Ah, ich hatte sogar noch einen. Und hiermit kommt dann immer ein Nether. Das hier mal, wisst ihr, ich meine. Zack. Sind wir Nether und von hier aus kann ich dann überall in die normale Welt. Unter anderem einfach wieder nach Hause. Okay, dann habe ich das auch automatisiert. Kann ich zum Beispiel mal zu meiner Query Instant kommen. Ja, und dann war es das mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Ich werde jetzt auch gleich mal Vendetta anschreiben. Ob sie mir vielleicht den Soulbinder ausleihen kann. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.